Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. So, also Entschuldigung für gerade den Huster. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen was verschleimt. Aber ich kann trotzdem noch reden, das ist kein Problem. Alles kein Ding, ihr bekommt eure Folge, bla bla bla. So, ich muss erstmal mein Inventar wieder ein bisschen befreien vom. Ja, der. Crafting-Aktion hier. So, ich habe mich mal ein bisschen informiert über diese Tree Farm. Okay, also. Ich gehe zwar gerade gekonnt in den Browser. Und zwar brauchen wir als allererstes einmal den Card Assembler. Das ist der hier. So, den Card Assembler machen wir uns direkt mal. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, den Card Assembler, wir brauchen zwei Simple PCBs, das ist kein Problem. Shift ist für mich auch kein Problem. Haben wir dann jetzt schon alles hier? Nein, es fehlt noch Cleanstone, aber den haben wir auch. 1, 2, 3, 4. So. Das ist dann auch schon alles an Cleanstone, das finde ich relativ gut. Bin jetzt hier gerade auf der Wikipedia-Seite vom Vize-Beast. Und ja, okay. Also, den Kartenzentrum stellen wir mal gerade hier hin. Wenn wir hier reinschauen. Okay, sieht alles ein bisschen kompliziert aus. Ist es gar nicht. Wir brauchen jetzt einfach nur hier so ein paar Sachen. Wir brauchen aber, wie ihr hier seht, to start making a card, please add a card hole of your choice to the hole slot. Also hier. Und das machen wir dann jetzt erstmal. Und zwar brauchen wir eine Standard Hole. Also eine Standardhülle. Und das ist die hier. Und die machen wir uns dann auch mal. Wir brauchen zwei Iron Wheels. Okay, dafür brauchen wir Stiggies. Ich glaube, das reicht schon. Iron. Ja, Iron Wheels. So, das dahin. Und die Standardhülle ist fertig. Ach, hier ist wieder dieses Mechanical Pick von damals. Ja, so, das tun wir jetzt hier rein und wir sehen, okay. Oh, ja, sieht nicht schlecht aus, oder? Gut. Nochmal ganz kurz husten. Boah, Entschuldigung. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall, um weiterzumachen, brauchen wir ein paar Modelllagedönse. Dafür brauchen wir den Wood Cutting Core. So, der ist wirklich das Problem. Wir brauchen nur einen Advanced PCB und Setzlinge. Advanced PCB. Das ist auch kein Problem. Haben wir genug PCBs. Den setzen wir dann in die Mitte und wir holen. Wow. Und wir holen uns hier mal ein paar Setzlinge. Komm, dann nehmen wir mal dieser Bokura. Um ein bisschen Farbe ins Leben zu bringen. Einer für Novelle von denen ein paar haben. So, Wood Cutting Core. Hätten wir. So. Um das noch weiterzukommen, brauchen wir 5 Saw Blades. Die Saw Blades sind die hier. Die werden aus einem Dia und 2 Eisen gemacht. Ist auch kein Problem. 5 Stück. Und was machen wir jetzt? Den Wood Cutting Core setzen wir hier hin. Die Sawblades da und ein Eisen unten rein und wir haben den Basic Woodcutter. So, jetzt brauchen wir noch etwas, um das Ganze zu betreiben. Das könnten, also mit Strom, also Energie. Wir könnten jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, hier so eine Solar Engine drauf klatschen oder wir machen eine Coal Engine. Da gehen wir mal gerade so. Coal Engine. Nehmen wir hier Standard Tiny. Eine große mal, würde ich sagen. Das ist Modular Cost 15. Oh, jetzt hakelt das wieder so sehr. Das liegt jetzt aber nicht am Server, das liegt heute an meinem Client. Problem ist, ich muss die Folgen heute aufnehmen und ich will hoffen, dass es jetzt irgendwie trotzdem klappt. Ja. Okay, jetzt hatte ich gerade Red Screen, das gefällt
gefällt mir nicht. Ich schau nochmal, was ich. Ah, ich habe auch nichts mehr offen. So, der Woodcutter ist drin. Machen wir die Coal Engine. Zwei Pistons. Einen Fornaze, wie der alte Mann immer sagt. Und eine Coal Engine. Die knacken wir auch da rein. So, das sieht gut aus. Und jetzt sind wir zurück auf Ed Steve. Wir brauchen noch etwas Speicher und dafür wollte ich so eine Sidechest machen. Okay. Das ist jetzt, hoffe ich, soweit gut schon. Huge Chest Pain, 2, 3, 4, ja. Und ein Chest Lock. Ach, da fehlt jetzt wieder ein Cleanstone. Na, der war hier. Danke. So. Side Chests. Ich hoffe, dass das jetzt auch so klappt. Aber offiziell sollte es jetzt eigentlich klappen. Hoffen wir es mal. Achso, da braucht Treibstoff. Okay. Gott, habe ich das lange dafür gebraucht. Okay, der braucht jetzt eine Zeit lang, bis er das fertig hat. 11 Minuten. Dann könnten wir schon mal schauen, dass wir unten hier den Cargo Manager ans Laufen kriegen. So, und was ich jetzt mal mache, ich habe hier doch bestimmt noch ein paar Fackeln, jawohl. Löschen wir das hier erstmal ein bisschen aus. So, dann noch hier und da und hier. So, Cargo Manager. Das hier ist die gelbe Seite. So, da gehe ich dann mal hier auf die Seite. Ja. So, ich will hoffen, dass ich das jetzt gerade richtig mache. Ich hoffe das. Okay, das sieht bisher soweit schon ganz gut aus. Ich rede mir aber gerade nur hier selbst was ein, ne? Also. Okay. Meep. ja, ich schaue mir das einfach nur gerade bei Trivolo auf dem Server an. Oh, ich bin so schlecht darin. Es ist mein erstes Mal, ich bin nervös.
Und ich hätte es vielleicht irgendwie anders ausdrücken können. Okay. Ah. Laden. Den haben wir auch die Kohlen nicht unterschrieben. Okay. Ich hoffe, dass es dann so auch bei uns jetzt klappt. Ich bin echt ein bisschen mal gespannt, ob das jetzt klappt. Also. Setzen wir schon mal hier alles auf gelb. Ah. Okay, also. Engine hatten die. Die hatten hier noch Saplings und Storage Slots. Okay, also so habe ich das jetzt auch. Irgendwas sagt mir nur, bei mir wird es schief gehen, aber keine Ahnung wieso. Okay. Machen wir nochmal ein paar Barrels. Ah, das sollte reichen. Eindeutig nicht. Hier drei Better Barrels reichen schon mal. Für einen Anfang. Luft. Ja, so wollte ich die. Ja, ich hab das heute wieder echt drauf. So. Dann setzen wir doch schon mal so und so. Wir werden jetzt einmal alle drei Sapling-Arten, die wir kennen, hier schon mal fixieren. Die können wir dann eigentlich da drin lassen. So, ich schätze mal, das wird noch nicht fertig sein, oder? Nee, oder? Ich bezweifle es irgendwie. Ah, 6 Minuten noch. Ah, das sieht aber schon gut aus. Komm, laden wir nochmal Kohle nach. Was wir dann auch schon mal machen können. So was Kohle generell mitnehmen und da unten schon mal platzieren. Na, das können wir dann schön hier drüben hin. Ich bin echt gespannt, ob ich das jetzt auch richtig gemacht habe. Haben wir noch Python-Konverter? Haben wir sogar noch. Weil das Ganze muss ja dann auch noch rausgepumpt werden. So und so. Nix extract insert. Nichts extract insert. Nichts extract insert. Nichts insert extract. Ah, scheiße. So wollen wir das natürlich nicht haben. Kriegen wir hier gerade ein bisschen von Setzling. Nö, hab ich natürlich zu perfekt angeordnet. Ah, danke. Ich schätze mal, wenn ich den jetzt da noch reinsetze. Ja, ich hab den Zombie gesehen, der da gerade latscht. Keine Sorge. So, ich will hoffen, dass die jetzt nicht rausgepumpt wird. Ah, seht ihr, die hat nämlich jetzt keinen Ort, wo sie reingehen kann. Gut. Okay.
bald ist sie fertig. Da machen wir einfach währenddessen nochmals 3 Barrels. Was war ich jetzt wieder? Oh nein, wir haben kein Rohholz mehr. Der beste Witz aller Zeiten. Jetzt wollen wir erstmal vor uns das Rohholz ausgeht. Wir gehen uns eher das Essen aus. So, Barrels. So, und bevor ich das jetzt auch schon wieder vergesse hier. Eins hier drauf, das da rein. Gelockt. Okay. Eins hier drauf, das da rein. Gelockt. Und eins hier drauf, das da rein. Gelockt. Sehr schön. Das sollte dann jetzt klappen. Dann tun wir noch die Sitzlänge schon mal da unten rechts rein. Okay. Und wir tun mal das war ja jetzt ein ganz großes Kino. Müssen wir eben auf das Fahrzeug warten. Ah, 2 Minuten noch. Ah, die. Ne, komm, die warte jetzt nicht hier ab, die kannte ich gerade für euch. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Die Maschine ist fertig. So, und jetzt kommt das grande Finale. Schauen, ob der liebe Dosch es verkackt hat oder nicht. So, das wird dann jetzt hier draufgesetzt. Hey, hallo. Kommst du wieder? Hallo. Das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus. Also Pflanzen tut das schon mal. Creeper. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du da noch lange bleibst. So, das bewegt sich jetzt hier. Ah, warte mal, jetzt fällt mir wieder. Ah. Hier, wo war das? Ja, ich habe sie ja gefunden, wo das Problem ist. Die brauchen noch so eine Advanced Detector Rail. Die machen wir jetzt mal gerade. Ich hoffe, dass das dann auch wirklich klappt. Dann beende ich jetzt auch die Aufnahme jetzt gleich, aber auch wirklich mal komplett, weil ich habe ja noch keinen Bock mehr. Kann sein, dass ich dann wirklich heute mal aufnehmen werde. Weiß ich noch nicht. Ansonsten muss ich morgen nochmal aufnehmen. Okay. Schauen wir mal.
ihr fragen wollt? Ich schmeiß nur mal Code rein. Die Kohle brauchen wir einfach überhaupt nicht. Also sehen wir jetzt hier so ein bisschen besser. Wir hatten auch noch ein bisschen Bauenmehl, das war jetzt aber hier. Schauen wir mal, wie das ist, wenn wir das mal so ein bisschen pushen. Ich will gar nicht erst wissen, wieso. Ja. Also gefällt, oder? Nachgefüllt? Ja, jetzt lass ich mal hier ganz kurz schauen. Ich kotze gleich mal richtig fett was aus. Das darf jetzt ja jetzt nicht wahr sein, ne? Alter, ich kotze so derbe im Strahl. Gut. Ich beende jetzt hier die Folge, bevor ich einen Schreikampf lege und auch am besten gleich die Aufnahme dazu. Alter, das hat mir jetzt wieder die Laune versaut. Alter, wie viel hier kaputt gegangen ist, die ganze Arbeit. Gut. Wie gesagt, ich beende jetzt hier die Aufnahme, bevor ich einen Schreikampf lege. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik. Außer, dass es kaputt gegangen ist, alles in die Kommentare. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.